Ahoi und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Wir sind auf der Suche, beziehungsweise auf der Jagd, könnte man fast sagen, nach einem Bischof, der sich aber herausgestellt hat als Ordensmitglied. Alter, so weit würde ich auch springen können. Und ja, wir werden uns dem jetzt erstmal annehmen. Gehe ich mal von aus. Okay, das ging in die Hose, kommt mit. Hallo, ich lass mich rauf. So, wir haben unser Gefährt. Hat ein WS. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie hier aus dem komischen Dorf rauskommen. Wer baut denn so? Leute, baut nicht so. Ja, Entschuldigung, ich muss hier mal durch. Lass mich durch jetzt. Ich habe fast die Befürchtung, ich wäre zu Fuß schneller gewesen. Ich lass dich mal hier. Geh irgendwas essen. So, wo ist denn der gute Mann? Ah, ist noch ein Stückchen weg. So. Komme ich da irgendwie hoch? Oh, Entschuldigung. Ich lache da mehr drüber, als ich sollte. Oh, hupala. Ich hätte angefangen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Okay. Ein dreister Angriff am helllichten Tag. Dieser Mann muss von Hass völlig eingenommen sein. Was gibt es Neues? Wir wissen jetzt, dass Herefried nach dem Massaker zur Feste von Annekester geritten ist. Ich habe dort eine Fürth versammelt. Eine ziemlich große. Sie wartet auf deine Befehle, Eivor. Du meinst deine Befehle, alter Mann? Ah, ja, genau. Meine Befehle. Die lauten nämlich wie nochmal genau? Wer weiß das schon? Reiten wir zusammen zum Lager und finden es heraus. Ich war ein Freund meines Vaters, dem ich immer vertraut habe. Ich verstehe nicht, was in ihm gefahren ist. Ehe seine Leute angriffen, sprach er vom Orden der Ältesten. Ich weiß genau, was in ihn gefahren ist. Wirklich? Das erzähle ich ein andermal. Das wird Wellen der Empörung durch die Gemeinden von Mercia schlagen. Herefried ist eine große neue Schande für die Kirche. Euer Christus war ein interessanter Mann, wenn auch etwas weich. Komisch ist, dass ich kaum einen Christen wie ihn treffe. Heute war ein wichtiger Tag, Eivor. Trotz allen Leidens weiß ich jetzt, dass meines Vaters Geist noch in mir brennt. Und das verdanke ich dir. Wenn man einst den Tag besingt, an dem Lincoln hier gerettet ward, wird dein Name in jeder Zeile erklingen. Nicht so vorschnell, Hunwald. Die letzte Strophe dieses Liedes fehlt noch. Es lockt das Getöse der Schlacht. Ihr Heiden und eure Kampfeslust. Ich teile diese sicher nicht. Ich sorge mich, welches Teufelszeug der Bischof noch bereithält. Ach, dieser Demlack von einem Bischof wird um Gnade flehen. Mit Eivor an unserer Seite. Wie hat Acha all dies verkraftet? Sie und Herefried waren sich sehr nah. Die Arme muss sich fühlen, als hätte der Teufel selbst ihr Kloster angegriffen. Ich sprach sie kurz. Sie war sehr niedergeschlagen, aber sie schien sich wieder aufraffen zu können. Hintergangen von einem Mann, der Gottes Stellvertreter. Hier ist das Lager, siehst du? Kurt wird bald bereit sein. Sie sollen Mehl trinken und ruhen. Ein harter Kampf steht uns bevor. Hat er gerade gesagt, er teilt die Kampfeslust nicht? Er hat sein Schwert immer bereit. Also immer. Ja, irgendwie traue ich ihm nicht. Unser Kriegsschmied ist da. Die Fürth ist bereit für die Schlacht. Eivor, was sagst du? Können wir mit den hier versammelten Männern diese Schlacht gewinnen? Wenn sie so mutig kämpfen, als wären sie doppelt so viele, vielleicht. Und gäbe es in Valhall auch Platz für einen stürmischen Schwarm? Ganz sicher. Lass dein glorreiches Banner wehen. Also, sind wir bereit? Natürlich. Wir greifen jetzt an. Mach die Fürth bereit. Zunächst müssen wir den Außenwall durchbrechen. Dann sind die Soldaten im Innern dran. Hm.
Nun dann, auf in die Schlacht, auf Anacastre. Anacastre? Ich kann das alles nicht aussprechen. Zu mir, heilige Krieger von Lincoln Schier! Ich glaube, ich mal. Mit einem Rambock kämen wir hindurch. Ja, machen wir, warte. Ich sollte mich darum kümmern. Ja, ist ja gut, ich bin doch dabei. So. Ab geht's, Leute. Achso, warte, ich wollte. Hubala. So, ich will hier ran. Entschuldigung. Ich wollte eigentlich Q drücken. Clever, der Rambock hat ein Dach. Das hatten die in den anderen Schlachten nicht unbedingt immer, ne? Deckung! Ja. Ach komm, mir doch egal jetzt. Wir haben Dach. Das dauert mir zu lange. Da wäre ich ja zu Fuß schon drin gewesen. Mir fehlt ein bisschen die Schlachtmusik hier, ne? So. Und ab geht's. Egal. Also, falls da noch ein Tor ist. So. Da muss ich jetzt. Ah, okay. Ich muss richtig lang gerückt halten. Falls da noch so ein Tor ist, wollte ich gerade sagen. Dann mache ich das lieber von innen auf. Das geht schneller. So. Lass mich mal durch hier. Ach, Hunwald. Ist schon süß. Aber ich glaube, der macht das. Der muss nur noch. Au! Der muss nur ein bisschen lernen. Warte mal, ich muss mal kurz einen Akt der Rache begehen. Lass dich mal durch hier. So, du Drecksack. Kaputt? Kaputt. So, kann ich hier nicht einfach von innen aufmachen? Würde das nicht reichen? Oh, nee. Würde das nicht. Wie spreng ich das jetzt in die Luft? Warte mal kurz. Da. Hätte mich doch gewundert, wenn hier nichts. Wie seid ihr hier reingekommen? Ich fühle mich gerade ein bisschen nutzlos. So, weiter geht's. Warum liegen hier eigentlich schon Leichen? Das ist komisch. Okay, der Schild. Ein bisschen makaber. Warte, ich glaube, von oben könnte ich darauf schießen. Also ich glaube ja, Hunwald, der wird das alles noch hinkriegen. Noch kann er es nicht so gut. Aber er, warum? Sonst würdest du da hochklettern. Warum geht's jetzt nicht? Ja, jetzt geht's. Sehr schön. Hallo. Oh, Moment, das probiere ich nochmal. Au. Alter, was ist mit dem? Mach mal den Kopf zu jetzt. Ah, eine Herausforderung. Naja. Solange der hier mit einem Scheiß schmeißt, geht das. So, tschüss. Ja, ja. Mach mal heier jetzt. So, wow, Kamera. Was, wieso? Okay, da wollte ich mich eigentlich hin. Zack. Und zack. So, das machen wir nämlich alles hier. So schnell es geht. Hast du einen Pfeil im Kopf von oben? Wie ist. Okay. Ich enthalte mich einfach mal. Du, sag mir, wo der Bischof ist. Es sind schon genug gestorben. Er ist dort in der Kirche. Versteckt sich der elende Feigling. Lass niemanden diese Kirche ungestraft verlassen. Okay, Bischof. Bischof? Klemmt. Ich muss auf die andere Seite. Okay. Kann ich einfach hier durchs Fenster? Geht doch. Also einmal noch, bitte. Unsere Schlacht ist verloren. Ruhe das Werk Gottes, Junge. Und töte diesen Heiden. Warum? Du hättest ruhig reinkommen können. Na, na. Wo kommst du denn her?
Ich habe keine Zeit für solchen Unfug. Au. Au. Hier, hier war die Wand. Oder? Hast du das gerade geblockt? Drecksack. So. Kann ich die einfach umhauen? Ich kann die nicht umhauen. So. Der war jetzt nicht so hart. Was war denn das eben? Au! Wenn man sich zu früh freut, immer das Gleiche. So, jetzt komm. Leg dich mal hin jetzt. Drecksack, ich hab zu tun. Nein, nein, geh weg. Ich starb bereits, als ich mich hinter Gewand und Kreuz versteckte. Ich erniedrigte mich, um meinem Orden zu Glanz zu verhelfen. Ich kämpfte mich an die Spitze dieser gewöhnlichen Religion voller gewöhnlicher Leute. Ich hätte wie die Ältesten leben sollen. Das ist der große Fehler der Menschheit, Herefried. Wir wälzen uns in Selbstmitleid wie die Schweine im Dreck. Du hättest das Leben genießen sollen. Bitte nicht sofort aufs Maul kriegen jetzt. Oh, geht. Gut. Wir sind jetzt Freunde. Mein neuer Freund, der muss mit. Brief von dem Instrument. Aha, die Gewänder, die ihr tragt, sind nichts als Kostüme. Ein Köder, um das Vertrauen der Menschen zu gewinnen. Denkt nicht an eure Seele oder Errettung. Ihr habt die Wahrheit, die Schatten haben sich verzogen und nun erblickt ihr das Licht der Welt. Erfreut euch daran und tötet alle, die sich euch in den Weg stellen. Das Instrument. Okay. Brief von dem Vater. Aha. Dein Vorgehen ist forsch und deine Gewalt ist schamlos. Dadurch, dass du die Kontrolle über diesen Schia an dich reißt, wirst du die Leute gegen die einzige Institution aufbringen, die ihnen noch Hoffnung gibt. Lasse sofort davon ab und mache kein Aufhebens mehr in Lincolne Schia. Ziehe keine Aufmerksamkeit mehr auf dich und erwarte weitere Befehle. Ungehorsam bedeutet Tod. Gut. Halt, da ist noch was zu lesen. Hoch. Ich sag mal, hoch, hat gesagt. Hoch. Frechdachs. Brief an König Sheerwulf. Mein König, vergib mir meine Unverblümtheit, doch ich brauche deine Unterstützung. Lincolne Schier sieht sich einer großen Bedrohung gegenüber, und zwar einer, die du mit zu verantworten hast. Es ist nun deine Pflicht, ihr ein Ende zu setzen. Eivor von den Dänen muss aufgehalten werden. Hey, du hast den Heiden den Weg geebnet. Das war ein großer Fehler, doch noch kannst du ihn wieder gut machen. Gott wird dir vergeben, aber du musst sofort handeln, Bischof Herefried. Ja, ja, ist klar. So, ich kann hier alles mitnehmen. Und jetzt darfst du runter. So. Was gibt's hier? Schlüssel, eine Kiste. Okay. Alles jetzt nicht so viel, ne? Das wäre mir so Tropfen auf den heißen Stein nehmen. So 2 Silber. Okay, 20 Silber ist okay. Ich meine, ich will ja nicht gierig wirken, aber die Preise hier, die sind ja schon ein bisschen happig. Hier. Okay, wo ist denn der gute Hunwald? Da hinten ist irgendwas drin. Ne? Ihn interessiert aber erstmal nicht. Da ist der gute Mann. Ey, Unwald. Eivor, ist der... Ist der Bischof tot? Er hat zu wenig gelitten und zu viel geredet. Ja, er ist tot. Ich werde ihn nicht vermissen. Aber Acher wird erst trauern müssen.
Jetzt führst du Lincoln Eshia an, alter Mann. Das wird dein härtester Kampf. Das Schlachtgetöse klingt mir noch im Ohr. Ich denke, dass ich jetzt ein guter Anführer sein kann. Gut. Aber darf ich dich noch um eine Sache bitten? Gern doch. Als Aldermann wird mein Leben gefährlich sein. Zumindest vorerst. Würdest du meiner Svanhild Zuflucht in deiner Siedlung gewähren? Bis ich das Gefühl habe, dass es ungefährlich ist? Sie ist bei uns willkommen. Danke, mein starker Berserker des Nordens. Die Wirtshäuser meines Schiers werden dein Getrampel sehr vermissen. Unsere Leute sind jetzt Verbündete. Wir müssen aufeinander aufpassen. Ach, ich bin furchtbar im Verabschieden. Das reicht fürs Erste. Mir scheint, der Wind ruft mich zurück zu Randvi. Ich bringe ihr besser die frohe Kunde. Und damit haben wir auch Lincoln Eshia, das Hunwaldlied, abgeschlossen. Und da will ich doch gleich mal gucken. Ich müsste nach da unten. Was ist das hier, ein Foto? Wer hat da ein Foto gemacht? Konzeptgrafik. Hübsch, hübsch. So, wir haben immer noch das Estre-Fest, ne? Wie lange geht denn das jetzt noch? 4 Tage. Da kann man sehen, wie lange ich von dem Estre-Fest bis heute gebraucht habe, um wieder aufzunehmen. Was wollte ich eigentlich jetzt gucken? Jetzt habe ich mich selbst durcheinander gebracht. Genau, ich wollte gucken, sollte ich irgendwas noch machen schnell? Irgendwas einsammeln oder so? Ich habe keine Seeforellen. Was ist das? Brauchen wir nicht. Ich glaube, der ist zu heftig noch gewesen, ne? Oder? Ich weiß es nicht mehr genau. So, ich gucke mal kurz, ob ich hier vielleicht noch so ein Tierchen finde. Was ist das? Keine Ahnung. Ah, das ist hier die Quest aus meiner Siedlung. Ah, ich weiß, was ich mache. Einen Moment. Der müsste hier irgendwo noch in der Nähe sein. Kann ich den markieren? So, Welt. Nee, Moment. Kann ich Quest? Geh mal zu. Warte mal. Orden. Wo ist er denn? Eliminiere die Hippe. Er lebt in einer Villa am Fuße einer Befestigung in der Nähe des Gemeindesaals in Lincolne. Also müssen wir erstmal nach Lincolne. Das ist doch bestimmt das Ding hinter mir, oder? Ach so, der ist ja markiert. Ja, wow. Ist ja. Ich dachte, ich müsste den jetzt noch suchen. Steinmännchen. Ich fange gar nicht erst an zu lesen. Ist wahrscheinlich sowieso viel zu schnell weg, sag ich doch. Da ist er ja. Zack. Gucken wir mal, ob der eine leichte Beute wird oder ob der sich hart wehrt. Da. Wo bist du denn, mein Freund? Oh, Entschuldigung. Das muss auch nervig sein. Sitzt du gerade schön in der Bar draußen, trinkst so ein Bierchen, isst noch, weiß ich, so eine Packung Pommes und dann rennt dir einer über den Tisch. Das ist er. Steht einfach so rum. Was ja. So. Ich komm mal rein, ne? Als ich das erste Mal für den Orden tötete, weinte ich. Ich konnte die Tränen nicht zurückhalten. Aber ich redete mir ein, dass ich nur mein Schicksal erfüllte, in den Stromschnellen, welche die Launen der Götter sind. Meine Taten waren nur Kieselsteine. Kieselsteine, die die Gischt fortträgt, sind harmlos wie Sand. Kieselsteine waren einst Gestein.
So wie du. Okay, mit ein bisschen mehr Herausforderungen hätte ich jetzt schon gerechnet. Aber man kann ja nicht alles haben, nicht wahr? Gibt es hier irgendwie einen Hinweis auf die nächsten? Ja, habe ich tatsächlich. Da ist ein Hinweis. Und ich habe eine neue Rune und ein Medaillon. Was ist das? Sehr schön. Die kann ich immer gebrauchen. Ist das echt so einfach mit dem Orden? Also die sind doch nicht alle so, oder? Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Die Folge ist ja ein bisschen kurz. Da kann ich doch mal gucken, ob ich den gleich hier mal mitfinde. Was ist das? Achso, so ein Quatsch hier schon wieder. Weil jetzt Rüstung oder so zu suchen, ist zwar eine schöne Sache. Aber so, wo ist der? Ins Grobbeschier. Aber da muss man immer so viel gucken, dass man auch den richtigen Eingang findet. Und dass man dann da auch überhaupt schon reinkommt. Deswegen lassen wir das erstmal. Bin mir noch nicht ganz, ganz sicher, wann ich das mache. Ich würde es, idealerweise sollte ich es machen, bevor die Hauptstory vorbei ist. Weil, ja, sonst bringt die ganze Ausrüstung ja eigentlich nichts. Apropos, Ausrüstung, das erinnert mich daran, dass ich hier lang wollte. Ich muss jetzt hier unten lang. Oder hier. Das ist doch jetzt ein Pfeil. Das sah echt so aus. Hier bräuchte ich denn 1, 2, 3 bräuchte ich hier. Hier bräuchte ich natürlich mehr. Dann nehmen wir mal den Weg, was ist das? Den Weg des Wolf. Da die Videos sind schon wieder schnell. Komischer Bug. So, ein Level noch. Dann haben wir wieder ein bisschen Energie. Aber erstmal gucken wir, dass wir das Ordensmitglied auch noch wegsnacken. Wo ist er denn, der gute Mann? Das sieht ein bisschen aus wie das eine Dorf. Wo ich mit. Wie hieß er denn mal? Dem Knochenlosen. Ich hier von den Ragnarsen, der eine Bruder. Guten Tag. Autsch. Offa hat vor jedem behauptet, er wäre Christ. Doch das stimmt nicht. Er war einer von uns. Er wollte nur Silber und Schwerter für seine Männer in Mercia. Und du hast diese Tradition fortgeführt? Ohne zu hadern, ohne zu zögern. Offa wäre so stolz auf mich. Du hast sicher 100 Sommer gesehen, alter Mann. So fühlt es sich an. Okay, einige von denen sind schlichtweg irgendwelche Bauern, die hier rumrennen. Das ja. Also jetzt herausforderungstechnisch ist das jetzt nicht so viel, ne? Ich meine, die werden dann mit der voranschreitenden Geschichte aufgedeckt. Das heißt, die gehen dauern so eine Minute. Dann mache ich die noch fix. Die sind beide in Legra-Kester, ne? Nee, was? Wo ist der? Der ist auf dem Markt. Ich markiere dich mal. Ach, das ja, das ja. Die Dauer des Auftrages ja, hängt von der Ladedauer ab. Das ist ja schön. Mit Barren. Meister im Zweikampf, Kampf. So, wo ist er? Da vorne. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken, wie komme ich hier wieder runter. Ist das da Heu? Ne, da ist Heu. Es dauerte gerade eine ganze Weile, bis die Textur nachgeladen hat. So, ja, das ist ja. Hallo. Hey,
Ich bin nicht mehr so geistreich wie früher. Nicht länger das Blatt und das Schilden. Das schimmernde Blut der Brecher leerer Schädel. Die Peitsche des Schwanenwegs. Der Stahlträger. Verleiher von Hacksilber. Wäre ich nur als freier Mann geboren. Als einer, der sein Schicksal selbst bestimmt. Sei froh, dass du Valhall mit einem Gedicht auf den Lippen entgegengehst. Okay, und dann bleibt noch einer. Leof Gifu, Wächter des Krieges, der Köcher. Okay. Der Köcher ist hier. Ja, da bräuchte ich ein Schiff, ne, um da schnell ranzukommen. Aber machen wir jetzt einfach. Mit ein bisschen Glück wird die genauso schnell fallen wie die anderen beiden. Und dann mache ich mich auf den Weg zu Randvi. Oh, ich komme ja sogar mit Schiff. Das ist ja Wunderbärchen. Los, gibt Gas. Ist das Segel? Muss ich mir die Hinweise im Inventar erst angucken? Oder macht er die automatisch dann mit rein? Was? Wie plündern? Ich plündere hier nichts. Nein, das plündere ich ja doch. Oh. Ich hab das Gefühl, hier war ich schon. Ja, hier war ich schon. Na gut. Was soll it? Sieht ein bisschen... Ja, das ist der Ort, wo ich so gehadert habe mit der einen Eiferin. Alter, mit der 2 Stunden habe ich mit der... Was will er denn? Kopf zu. Bin ich wegen dir hier. So, wer bist denn du? Guten Tag. Bin ich egal? Dann. Au! Was will er von mir? Kämpfe mit dem anderen. Ich hab zu tun. Du bist mir auf die Schliche gekommen. Beeindruckend. Aber du findest uns nicht alle. So tief kannst du nicht graben. Wir sind wie ein fauliges Geschwür. Wir bahnen uns unseren Weg, wie der stete Tropfen hüllt den Stein. Verstehst du? Geht es dir gut? Warum fragst du mich das? In einem Moment wie diesem? Hinter deinen Worten steckt mehr. Ein Geheimnis. Es zeigt sich in jedem zerbrechlichen Wort, das aus deinem Munde kommt. Na! Ist das nicht ein bisschen unfair, du Sack? Sag mal. Au, Frechdachs. Okay, ich habe ein neues Ordensmitglied. Jetzt reicht mir aber. Geh mir nicht auf den Keks, ich habe keine Zeit für so Quatsch. Was ist das für ein ekelhaftes Wasser hier? So. Ach, guck mal. Haitham könnte mehr wissen. Das heißt, bei denen muss ich dann erst zu Haitham. Das passt. Ich meine, das will ich jetzt sowieso nicht machen. Das kommt später auch noch. Hallo Schlange. Ich will hier erstmal raus. Und dann gehen wir zu Randvi. So, bin ich aus dem Kampf raus? Habe ich schon erwähnt, dass ich die Typen mit den Speeren nicht mag? So, gar nicht. Ich sollte mit. Halt, er sagt was. Achso. Ich dachte, da kommt jetzt ein bisschen mehr bei rum. Okay. Wir wollen hierzu. Zu Boden werfen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Gegner zu Boden zu werfen. Etwa, indem du sein Schild mit einem schweren Angriff zerbrichst. Ja, ich habe geschafft, es zu lesen. Ich bin so gut. Hallo? Hallo, Bildschirm? So. Hallo. Hey, du. Hey.
Oh, der will nicht. Schade eigentlich. Warte mal. Kurzer Abstecher. Keine Zeit. Oh, hallo. Männer wie Dark beschmutzen jeden Clan, jede Stadt, jedes Jahrhundert. Die Hochmütigen. Männer, die nie wissen, wann genug schon zu viel ist. Reda, was tust du hier? Was tue ich nicht hier? Vor dir steht ein Mann endloser Fertigkeiten und Künste. Ich verkaufe die feinsten und seltensten Waren der Welt. So selten, dass ich sie nie auch nur länger als ein paar Tage im Angebot hatte. Und du akzeptierst nur Opale? Gibt es davon so viele in Englerland? Nur Opale, ja. Aber die kannst du auch bei mir erwerben, denn Englerland ist kein Quell solcher Regenbogensteine. Meine Gilde, die Tausend Augen, bietet Verträge an, die Opale einbringen. Ich habe immer ein, zwei zu vergeben, wenn du willst. Was bietest du heute an? Also die Kosten, also die Sachen, die tatsächlich irgendwas bringen würden. Sind schon recht teuer. Vielleicht soll ich so eine Verträge mal machen zwischendurch. Aber nicht jetzt. Ich muss los. Bis bald. Geh mit deinen Göttern. Mach ich, danke. Hallo. Was? Lass mich in Ruhe. Geh Eier suchen. So, Randvi. Eivor. Lincoln ist hier, ist uns ein Freund. Wunderbar. Und wer ist dort unser Verbündeter? Der junge Hundwald ist der neue Aldermann Lincoln Ischias. Und er hat uns Treue versprochen. Dieser Lama ein Aldermann? Nun, sollte er uns je um Hilfe ersuchen wollen, braucht er nur zu rufen. Wunderbar. Was ist das hier? Das hatten wir schon. Habe ich hier irgendwie ein Briefchen? Ein Briefchen? Ein Briefchen. Schwieriges Wort. Das ist ein neuer Brief für mich. Ja, wunderbar. Den lesen wir noch schnell und dann... Ah, von der guten Dame. Brief von Acha. Grüße, Eva Wolfs mal von Refnaforb. Schwer lastet weiterhin die große Sünde und die Schuld auf mir, Hunwald und Swanhild in der Gang zu haben. Die alte Mannschaft ist vorerst befriedet, doch mein Herz ist es nicht. Ich bereue meine Taten, so unauffällig sie doch waren. Sie machten es möglich, dass Heere Fried das Blut gegen gute Gelbbäuche auf dem Fliesen unseres Herrn vergoss. Ich verspüre so viel Liebe und Achtung dir gegenüber. Was du so ungerechterweise ertragen musstest. Was du so ungerechterweise ertragen musstest. All meine Gebete richten sich auf das Licht, welches durch dich erstrahlt und jene, die du beschützt. Das Leben ist unwohl und ich wende meinen Blick dem Herrn zu. Acha im Glauben. Ist nett, glaube ich. Gut. Kann ich mich hier raufsetzen? Schön. Ist die Folge doch ein bisschen länger geworden, aber wir haben ein paar Ordensleute umgehauen. Und deswegen sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal und bis dahin gehabt euch wohl und bleibt gesund.